Wir haben nichts geklaut. Wir sind völlig unschuldig. Aber warum ist er nicht mitgegangen? What the fuck, mate? Officer Burwell? It's Hank. Hank Stamper. Listen, I caught myself a couple of fugitives you might be interested in. Oh, nein. Fuck. Where am I? Oh shit. Daniel. No, no, no. Don't do this to me. Police will get those two straightened out. Are you sure about this, Hank? I don't know. And they'll be off our property and won't be our problem no more. If you say so, then. Well, I'll let you deal with it. Wir haben nicht geklaut. Oh, hey there. You finally awake? Sorry I had to secure you. But if you're innocent, don't act guilty. Ja, eben. Don't act guilty if you're innocent. How's your stomach? Hurts. I didn't pop you that hard. You're all right. I feel like I'm gonna throw up. Just let me use the bathroom. Nice try. But I know who you are and what you did in Seattle. Gar nichts. Saw in the paper. Where's my brother? Wish I knew. Little shit took off. I'll find him. Don't worry. If you touch him... You think I'd hurt a little boy? Guess you didn't have any second thoughts about leading him out into the middle of nowhere, though. That's real safe for a little kid. If he's lucky, he won't end up like his criminal big brother. Just let me go. Please. You're the reason we need to build that wall. You hold tight. I'm gonna go get your brother. Okay, er ist ein verdammtes Arschloch, aber... Sean, das hast du dir selbst zuzuschreiben. Shit. Bastard, turn the lights off. Come on. It's only plastic. Irgendwie muss ich das auch aufkriegen. Fuck. Shit. Irgendwie muss ich das auch kriegen. Lagerraumtür. Kann ich mit dem Fuß öffnen, genau. Yeah, that's what I thought. Fuck. Oder auch nicht. Okay. Wonder if I could get more light from it. Papyrohre. Gucken wir, das was bringt. Ah ja, okay. Yes. Also der Typ ist zwar ein fucking Rassist, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er einfach so ein... Also der wird uns wahrscheinlich einfach der Polizei übergeben wollen. Oder so, ich weiß es nicht. Okay, zur Couch und dann. Yeah, we get it. You're the perfect Americans. Ja. Belüftung. Was? Daniel? I'm right here. Are you okay? I think so. That old guy chased me into the woods, but I think I lost him. Is he gone? I'm really, really scared. Hey, Enano, you're doing great. You totally fooled them. Thanks to you, we have a chance of getting out of here. Yeah? Yeah. We gotta hurry, though. He called the cops on us. Think, dude. There's gotta be a way out of here. Ja, wie kann ich mich jetzt selbst befreien, ist halt... I don't even want to think of this asshole reading the same magazines as Dad. Ja. Das ist halt die Frage. Hintertür öffnen. Bürofenster öffnen. There's a window over there. Maybe you can find a way in or something. Nothing happens. Kann ich mich jetzt irgendwie befreien? Immer noch nicht.
Oh. It is. But be careful. It might attract him. Belüftung aufbrechen lassen. Das ist ja vielleicht ein bisschen zu laut. Hey, you think you can open the back door? I don't know. Nein. Natürlich nicht. Oh, fuck. It won't open. It's locked. What do I do? I don't know. Ehrlichkeit teilt sich in diesem Land einfach nicht mehr aus. Wir haben nichts getan. Wir sind komplett unschuldig. Wir haben alles bezahlt und trotzdem sitzen wir bis zu den Knien in der Scheiße. Okay. Looks like he's gone for now. Und sie das Can you try and open this vent? Don't worry. We'll figure something out. Okay, dann ist jetzt. Sean. Lass mich schlüsseln. Of course the fucking keys are all the way over there. Of course. Abreißen. Right. I need something to break this shit. Okay, Daniel. I see some keys, but I can't reach them. Maybe I can get them if I can pry this pipe off the wall. Can you find some kind of tool out there? I don't know where one is. Holzpfeile in der Werkstatt etwas stabiles. Haben wir eine Holzpfeile gesehen? I think I saw a big file thing in the workshop. Thing. With all those bear sculptures. I know you can find it. Okay. Sieht nicht so aus, als hätten wir eine andere Wahl. Ich würde jetzt nicht die Haupttür öffnen lassen. Ich glaube, das wäre eher kontraproduktiv. Dann nochmal. Come on, Sean. We gotta hurry. Come on, baby brother. The police gets here. I found something. Is this what you wanted? Yes. This is it. You rule, Daniel. Okay, jetzt kann ich das hier abreißen. Come on, let's do this. Drücke wiederholt A. Achso. Das ist easy. Yes! Good job, bro. Okay. Ja, und jetzt? Achso. Grad nicht so ganz klar, wie ich das mache. Sean, is there bears out in the woods right now? Woher soll ich das wissen? Come on, you mother! Yes! Score! Here. Come on. Okay. Hold on. Come on. Yes. Sean. Oh, God. I was so scared. Holy shit. Did that mother... Did that asshole hit you? Did he? No. He tried... to grab me, but I got away. Okay, we need to cut this off fast. Du hast ja die Pfeile. How about these? Dude, you rock. Did that asshole see you? No way. I'm invisible. Yeah, you are. Okay, now we gotta get my stuff and go. What? Daniel? What happened? What did you do? I don't know. I don't know what happened. It's okay. You're safe now. Uh
Campingausrüstung stehlen gehen. Jetzt ist es egal. Yeah, fuck it, Alter. Wir haben nichts geklaut am Anfang, sind in die Scheiße geraten. Jetzt sind wir fuck. Little spick. You and your brother are going to jail for the rest of your life. The hell with you. Rennen, K.O. schlagen und stehlen. Okay, nee, komm. Get the fuck off me, bitch. Run, Daniel. Bitch. I'm right behind you. Get back here, you shit. Come on. Come on. Wait. Shit. Oh, er hat was mitgenommen. Where are we going? Weg, auf jeden Fall erstmal. Sean, watch out. Over there. Let's go. I don't know. Oh, da ist, oh, wow. Whoa, whoa, what are you doing out here, man? You almost scared the shit out of me. You guys okay? Don't look okay. That asshole at the gas station. You're fucking crazy. Tied me up in his back office. I swear. Dude, say no more. I believe you. Hey. She's crazy out in the woods. Get in, you too. Hurry up before he catches us. Eine gute Seele hier. Okay, alright. Alright. Okay, wir haben nichts Schlimmes gemacht. Das ist schon mal gut. Ich glaube, das, vielleicht wird es doch wichtig. Aber im Moment sieht es ja eher nicht so aus, als wenn das wichtig wäre, ob wir irgendwas Schlimmes gemacht haben oder nicht. Sie hat keine Rolle gespielt. Wir sind trotzdem in die Scheiße geraten. Fuck that. Damn, that is crazy. And I thought I was having a shitty day. I knew that guy was sketchy. Did he mess with you too? He started to earlier, but I bought too much stuff just to piss him off. Welcome to Redneck Land. The Saint Seattle no more. Mehr Bigfoots als Mexikaner? Yeah. My dad said there are more Bigfoots out here than Mexicans. No doubt. People out here are more scared of you and your little brother. This is nuts. It is. Well, don't let it faze you, little dude. You're going to meet some amazing people on the road, too. Oh, nein. Come on, I'm not stupid. Why? Warum konntest du nicht was Nützliches mitnehmen? Daniel. What? We saved her. Why? We're heroes. Yeah, guess we are. So, what should her name be? She will die. Hey, your dog, your choice. Oh, cool. Let's see. How about Mushroom? She totally looks like a mushroom. Okay. Yeah, that's pretty cool. Not much of a girl's name, though. Who cares? I'm sure she loves it. So do I. All right. Mushroom it is, then. Ooh, yeah. Thanks, Big Brother. See, Mushroom? You got the best name ever now. Mushroom. Nice. I feel like I just witnessed history. You're on your way to becoming official road warriors, my dudes. I'm not so sure about that. Ich warte immer noch darauf, dass etwas Schreckliches passiert.
Sounds like you've been on the road for a long time. Long, boring story short. I come from a family with money, but no soul. I took off after school and never looked back. Now I write stories for zines and websites, do podcasts, protest, try to make some positive change. Whatever. Wow. So you're like all political. Everything is political, Sean. Seems like it. Bist beruhigt. So, how do you make money? Spoken like a real American. Just curious. Now that we're urban nomads too, if you have any tips. I sell shit. Like a good capitalist. Stories when I can, eBay when I can't. My biggest expense is gas and food, so it's easy. Hey, no matter what, I just try not to get cynical. Otherwise, I'd be like my family. End of the day, we have to watch out for each other, right? Yes? Yeah, you did watch out for us. Thank you. Seriously. He's a good guy. Looks like your brother crashed hard. Na, nach diesem Tag wundert mich das nicht. Good. He always goes right to sleep in cars. Yeah, and feel free to do the same. I won't take it personally. What about you? You okay to drive? Oh yeah. This is my favorite time to drive. Traveling by night is kind of mysterious. Das war Episode 1, oder? Noch nicht? Wäre doch das perfekte Ende gewesen. Oder es muss auch irgendwas Tragisches passieren, bevor die Episode endet. Offensichtlich muss auch was Tragisches passieren. Ich sehe in die Zukunft und ich sehe, der Hund wird sterben. Früher oder später. Oder er. Wahrscheinlich beide. Sind wir ehrlich, wahrscheinlich beide. Alright, I guess. Erstmal ein bisschen, ne? Man. Look at that. Oregon is like the edge of the world. Hey, listen. Don't I know what sketchy. Happened with you guys in Seattle. Ah, es war klar. Das erste Mal. Do you want to talk about it? I'm a good listener. It's your call. No pressure. I don't even know what happened. It was so fast. It was all my fault. Danny wanted to play Saw Me, and of course I told him to get lost, and our asshole neighbor was picking on him, and I freaked out. So Dad came out to help. Somebody called the cops and they killed my dad in front of me. It's all my fucking fault. All I had to do was play with Daniel and Dad would still be alive. I fucked up my whole family. And now we're alone. Life is strange. Hey, it's gonna be all right.
Take a deep breath. Listen, it's not your fault. You don't have control over all this stuff. You can't blame yourself for everything that happens in this world. You're gonna be okay, Sean. How? My life feels like that town down there. Wiped out, destroyed, empty, like I have nothing. What is sure is, that's the past. But you can't look back now. You've got each other, and you have to move forward. Why? You may not see it, but what you and your brother have is the most important thing. Family. He needs you. And you need him. I can tell he doesn't know what happened. Sean, at some point, you're gonna have to tell him. Probably. I know. I just have to find the right time. Take it from me. The sooner you can address it, the better. Yeah. Das wäre auch meine Einstellung. I'm gonna do it next chance I get. It's just... It's not gonna be easy. Life isn't easy. So then, what's your plan? Where are you going? Good question. I was thinking... Get out of the country? Fuck it. Go down to Mexico, you know? Damn. I thought I was the long-haul traveler. Es wird eine lange Reise. Ich wäre dafür, dass du zurückgehst nach Seattle. Just saying. Should I go back to Seattle? Ja. Maybe I can try and explain everything. Ja. What happened? You should do what you think is best. I think if that's going best. To Mexico seems like the right thing to do, then so be it. Du kennst keinen Mexiko. You're going in the right Seattle direction. Sind deine ganzen Freunde. You have family there? No. Maybe. Maybe. We don't even no. have family in the U.S. Except Aber for grandparents. Freunde in we don't see anymore. What about your mom? She's dead. No. No way. She's not dead? Out of the picture. Okay, she's nicht tot. Dad. He always talked about this plot of land he owns in this little coast town, Puerto Lobos. That's a pretty cool name. So it's gotta be great. Okay, so you've still got a long ways to go. We've shot the shit long enough. Time to hit the road. Time to hit the road. One forgotten about. Arcadia Bay? I'll drop you by a motel in a couple of hours. What? You guys could use some time to yourselves. What? Life is Strange 1. Die Entscheidung, die ich am Anfang getroffen habe. What? It's there? Really? Oh my god. I didn't know that. Amazing. Ja, bis jetzt alles ganz entspannt aus hier. Könnte auch irgendwo im Norden von Deutschland sein. Schöner Ostsee. Okay, oder so. Mushroom, you can chase me. Then Sean. No. Come. Don't see if you can catch me. So. Ow! Dass er den Hund mitgenommen hat, weiß ich immer noch nicht, ob
das eine gute Idee war. Ehrlich gesagt. Und ich frage mich vor allen Dingen noch, wie lang. Okay, ich kann nicht aufstehen. Wie lang die erste Episode ist. Sandburg. Too bad sandcastles never last. Und ich bin immer noch geschockt davon, dass wir Arcadia Bay oder was davon übrig war gesehen haben. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass die zerstörte Stadt Arcadia Bay war. Ja. Ah, mein Rucksack. Brody's Auto. Habe ich jetzt eigentlich mein Handy gecharged? Ja, Brody ist halt echt ein Brody. Ist ein Brody. Dann hätten wir echt ein scheiß Problem. Ist mein Handy wieder gecharged? I want my Handy charged! Oh, geh doch einfach wieder zurück in die Stadt, bitte. Ah, haben wir das doch mitgenommen? Schlafsack, dafür werden wir dankbar sein, wenn die Nacht hereinbricht. Okay, ich dachte, wir haben alles verloren, aber nein, offensichtlich nicht. Gut. So, hier. Ja. Fucking Road, we gotta keep moving. 31. Oktober, Halloween. Holy shit, craziest racist plate sheriff trapped on a shuttle. Daniel saved my ass. Kid is brave AF. What the fuck happened? Earthquake? Achso, ja, nein, Daniel Superpowers. Wir wissen ja nur von den Superpowers, weil wir Life is Strange 1 schon gesehen haben. Feeling safe. Ah ja, ich fühle mich zum ersten Mal seit Seattle sicher. Dank Brody. Außerdem haben wir bei dem Verduften einen kuriosen Trüffel eingesammelt. Vermutlich keine gute Idee, aber was immer Daniel wieder zu lächeln ist. Ich muss ihm jetzt noch nicht sagen, immerhin weiß ich jetzt, wo es hingehen soll. Porto Lobos. Aber warum? Du kennst niemanden in Porto Lobos und das ist scheiße weit weg. Ruhigen Frieden, Arcadia. Scheiß auf Tornados. Ja, scheiß auf Tornados. Echt jetzt. Fucking Arcadia. God damn, so viele Erinnerungen. Okay. Aber warum nach Porto Lobos? Geh doch einfach wieder zurück nach Seattle. Ich meine, im Endeffekt können die auch ein Auslieferungsverfahren für dich beantragen, dass du von Mexiko ausgewiesen wirst. Also, egal. Okay, da haben wir angefangen. Es hat immer weiter Richtung Süden. Öde Seattle. Und oben ist Washington. Wälder. Okay, vergiss es. Ey, wir werden nie wieder zurückkommen nach Seattle, ne? Und am Anfang, wenn man dieses Spiel startet, ist ja immer wieder das Bild von Seattle, von diesem fröhlichen da, aber. Fuck, man, Alter. Okay. Wir gehen dann weiter nach Oregon. Nach California. Boah, nee. Da geh zurück nach Seattle. Geh nicht weiter. Macht echt keinen Sinn. Egal. Truckers. Okay, cool. Fuck, Alter. Fucking fuck. Fuckity fuck fuck fuck. Stock! Mit dem Hund spielen. Okay. Warum nicht? Wenn wir schon mal die Müdigkeit haben. Hey! Let's play fetch with the pup. Really? Yes. Let me do a test throw first. Cool? Well, okay. But I'm next. Okay, puppy. Go wide. Tschüss. Come on, Mushroom. Get it. Go, Mushroom. Vor allem, Mushroom wird jetzt nicht mit Trüffel übersetzt. Mushroom wird mit Pilz übersetzt. Aber Pilz war wahrscheinlich kein so cooler Spitzname. Und kommt er jemals wieder? Wahrscheinlich nicht. Okay, that's it. Ja, wir können gehen. Ich glaube, wir können gehen. Ich glaube, wir können gehen. Good doggy. Oh, sie ist. I think we need a frisbee. Now she wants me to throw the stick. Okay. Okay, here. Watch how fast she'll get the stick. You go for it. Just don't throw it too far. I won't. I swear. I mean, I promise. Come on, Mushroom. Come on. Look, it's a stick. Look, it's a stick. Wow. Really? Not so sure about that. Hey, Brody. Come on, Mushroom. Get that stick. Looks like these two are getting along. It's good to see him like that. Well, I got you that room. Seriously? It's only a room. No big deal. Look, I had tough times when I started out. And some strangers saved my life. Thank you. Now's my turn to help someone. Can we Brody from It's right there, room 10. On the second floor. Listen, I don't want to freak you out, okay? But
You have to be twice as careful now. I know it's easier said than done, but you should get rid of that phone. No! Really? You can always get a burner later. Trust me. No. No chance, man. Talk to Daniel. He deserves to... You're not leaving, are you? Yes, I am, but not until Santa Brody gives you a goodbye gift. Santa Brody! I mean... Ho, ho, ho. And don't you dare argue about it. I'll leave it right here if you do. Okay, you win. Brody's a guter. Brody's a guter. Feels good. Here, looks like it's yours now. As always. Hold on. I didn't forget you. I've had it since my first road trip. And it's always kept me safe. Now it's yours. What's cool. This? A bandana? Do you think it's okay if she wears it? Like, our official guard dog? Sure. It's your bandana now. That's kind of cute. Okay. Time for me to hit the road again. Hey, don't look so sad. You can contact me on my blog, A Tribe Called West. So, you better keep me posted when you can, okay? We will. Thanks again, Brody. Ah, bro hug. Brody's next to bro. Bro. Wish you could stay with us. Me too, kid. Sorry, I'll probably think of a better goodbye when I'm on the road, but until then, take care, my dudes. Take care, Brody. I'm gonna miss him. Me too. Ja, jetzt sind wir wieder auf uns allein gestellt. Okay. Time to hit the sack. Haben wir von ihm wenigstens noch ein bisschen Cash bekommen oder sowas? Ich meine, Zimmer, klar, aber... Don't worry, Mushroom. I got you. Nein, kein Cash. Doch, Cash! $30, okay. Neue Gegenstand hinzugefügt zum Inventar. AFK Schlafmaske. It's a typical Brody. Brodys Brief. Sean, ich bin ein besserer Autor als Redner, also schreibe ich dir, während du und Daniel im Auto schlafen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiter mitnehmen kann, aber dafür gibt es einen guten Grund. So dysfunktional sie auch sein mag, kann Familie sie auch sein kann. Familie ist Familie. Als wir uns begegneten, war ich auf dem Weg nach Utah, wo meine Mutter derzeit ihren Kampf gegen den Krebs verliert. Ich muss dorthin. Du wirst ein paar Dollar in deinem Rucksack finden. Das ist alles Bargeld, was ich übrig habe, aber du brauchst es eher als ich. Geht viel zu schnell. Dein Ziel ist gut und du musst deinem Instinkt folgen, doch sei bitte vorsichtig und beschütze deinen Bruder um jeden Preis. Du wirst sehen, wenn du ihm die Wahrheit über Seattle erzählst, dass ihr durch das Teilen desselben Schmerzes stärker werdet. Wenn ihr Mexiko erreicht, haltet euch bedeckt, bis ihr Leute trefft, auf die ihr euch wirklich verlassen könnt. Ich denke, dort seid ihr in jedem Fall sicherer als hier. Ein toter Polizist ist mit der derzeitigen Lage kein guter Anfang für Handverhandlungen. Ich wünschte, ich hätte euch beide unter besseren Umständen getroffen. Doch ich bin froh, dass ich euch nach Möglichkeit helfen konnte. Passt auf euch auf, Brody. PS, melde dich, wenn ihr sicher seid. A Tribe Called West. Ich bin immer online, solange ich nicht fahre. Es ist eine Weile her, dass ich einen Stift benutzt habe. Ich hoffe, du kannst das entziffern. Schwierig, aber gut, dass wir das die andere Möglichkeit haben. Wir müssen eindeutig unser Telefon laden. Good. Looks like the manager's asleep for the night. Okay. Shouldn't have any trouble from them. Hopefully. Do you think it will have Netflix or a jacuzzi? Dude, this is some hotel, not an Airbnb. If we're lucky, it'll have cable and a hot shower. If we're lucky, yes. Ich würde mich hier erstmal umgucken, schauen, ob es hier noch irgendwas Cooles gibt, irgendwas, was wir einsammeln können. Ich meine, wir können alles brauchen. Wir können alles brauchen.
Und dann mal schauen, dass wir hier reingehen. Ich meine, wir sind echt gearscht, sozusagen. Jetzt noch mehr als vor der Tankstelle. Aber, ich finde es immer noch besser, wenn er nach Seattle zurückgehen würde. Das ist einfach... Es ist einfach nicht smart, von hier nach Mexiko zu reisen. Du kennst kein Mexiko, du kennst den Weg nicht. Aber du hast keine Ahnung, was dich erwartet auf dieser langen Reise. Vielleicht müssen wir hier hoch, um ins Zimmer zu kommen, aber ich will erstmal, ich will mich wie gesagt erstmal umgucken. Deswegen, ja. Sounds like everybody is asleep. Ist doch gut. Yeah, so keep it down. Shh. Also, ja, ich... It's really late. Okay, ich dachte, we need to get better down. Ja. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich hätte gehofft, wir gehen nochmal zurück. Das fand ich halt so cool an Life is Strange 1, dass du halt eine Stadt hast, wo du halt ein bisschen was erkunden kannst. Hier ist mehr so eine Art Roadtrip. So, du hast kein richtiges Haus und du musst nur einfach mal weitergehen. We need to get to that room 10 now. Ja. No time to wander around. Und, tja... Gibt's hier? Nix. Okay, cool. 8, 9, um 10. Okay, sieht aber nicht aus, als wäre noch irgendwas Spannendes. Deswegen gehen wir mal zu um 10. Bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Das erste echte Zuhause seit einer ganzen Weile. It even has a bathtub. Good. I'm gonna throw you in, cave boy. We can watch TV too. And there's a balcony. Die Frage ist, für wie lange haben wir das Zimmer? Nice. Wahrscheinlich nur. And oh ja, bitte lade es. Schade, dass er keine Powerbank mit hat. This bed is soft. What about this one? Not bad. But too far from the TV. Can I take the one in front of the TV? Huh? Wanna play it over rock, paper, scissors? Oh, there's no way you can beat me, but... Ready? I am so ready to beat you. Always choose the rock. Natürlich. Aww. Rock Shoot. Always wins. I told you, man. Can we play another round? Come on. Okay. Sure, I mean... You're gonna lose again, but... Suit yourself. Not this time. Rock always wins. Oh, Ty. Aw, come on. Nein, Rock. Aww, always choose come Rock. On. Not fair. You lost, man. What's not fair? I wanted that bed. Ja, von mir aus. Ist doch egal. Take it. Nimm's einfach. For real? I don't really care. Awesome. They're the same, you know? Yeah, but I like this one better. All right. I'm gonna run a bath. We totally reek. Especially you, Pigpen. I wouldn't be so sure, Cave Boy. I'll call you when it's ready. I'll be right here. Of course you will. Oh, das Handy ist geladen. Hot Dog Man is on. Sonne ist geladen. Schade. Oh, I remember this. Thanks for everything, Brody. Ja, genau, das haben wir schon gelesen. Karte? Yeah. Don't think we'll be coming back this way. Three Seals Motel. Kostenloses WLAN. Alles klar, was ist hier im Schrank drin? Wahrscheinlich nichts, weil wir nichts haben. Wieder ist eine Krawatte. Ich hab vergessen. See why they left that tie. Ist nicht besonders schick, nee. Ein Bügeleisen, okay. I tried to iron my shirts once. Burned a hole through them. Hast du irgendwas falsch gemacht? Karte? A cheap souvenir for a cheap trip. Jo. Okay. Makes sense. Ein Kehrblech. Yeah. Like I'm gonna sweep the carpet. Probably not. Okay, nichts Spannendes drin im Schrank. Dann, frische Handtücher. Ooh la la. Ooh la la. Fresh clean towels. A nice Areno. I take that. Thank you very Let's much. Put this in the bathroom for Prince Daniel. Prince Daniel. Ein Gemälde. This episode is awesome. Damn. You should I could paint this shit. Yep, probably.
Hier irgendwas? Nochmal eine Karte von der Gegend? I miss GPS already. But at least we're progressing south. Ich glaube, das ist im Moment die geringste Sorge, dass du kein GPS hast. Mieterregeln? No worries. We don't have to build a fire tonight. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Okay, 16, er ist jetzt sonst nicht erwachsen. Kein Rauchen, kein Lärm oder laute Musik, kein Kochen und kein offenes Feuer. Frühstück, 7 bis 10 Uhr, Checkout, 11 Uhr. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für verlorene oder gestohlene Gegenstände. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay, das ist eine Regel von diesem Hotel. Genießen Sie Ihren fucking Aufenthalt! Okay, erstmal. Dude, you really look like shit. Yes. You look like you feel, I guess. Alles klar. So, dann haben wir hier noch schönes Toilettenartikel. My hair feels like it's coated in dirt. Ja. A shower after Daniel will be bliss. Ja. Was haben wir hier? Handtuch hängen. Daniel, you have towels in the bathroom. Don't forget to use them. Yeah. Don't forget to use them. Schau mal. Time to be a kid again. Yay, a bubble bath. Okay, let's go. Fill her up. Und? Wenigstens ist diesmal kein kaltes Wasser. Ugh, yuck, Sean. It's a condom in my bag. Gross. Achso. Hey! Oopsie! Don't touch that! Nun! Ja, dann kriegen wir mal ein bisschen Seife hinzu. Okay. Daniel will love this. Achso, das ist jetzt für Daniel. Klar. Okay. Dann schmeißen wir mal das Höhlenkind da rein. One bubble bath coming up. Brother of the month. Yeah. Father of the month. You can bet on it. So. Ab ins Bad, du kleiner Höhlenmensch. Some things do not change. Like shoes, I guess. Okay. Ab ins Bad. You ready? Abflug. Aw, the episode's almost finished. Nice try. The water's hot. Come on. Yeah, okay, I'm going. Wir bräuchten noch mal neue Klamotten für ihn. Kannst du Trüffel bitte? Whoa. So many bubbles. Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Thanks. And no, the dog is not taking the bath. No. Hey, don't worry. I should throw my phone away while Daniel is washing. Nee. Das wird überhaupt nicht weggeworfen. Das wird schön behalten. Warum sollten wir das wegwerfen? Das ist ja Quatsch. Time to say goodbye to Mario. Nein! Nein, don't do it! Don't do it! Don't do it! Don't you fucking dare, mate! Shit. Lila's freaking out. Maybe I should leave her out of this. Or she'll get into trouble too. Leider nicht anrufen. Ey, ganz ehrlich, sie verdient es zu wissen, was passiert ist. Sean? Hey, Leila. Sean, is that you? Do you... Sean! Oh God, are you okay? I guess. I'm in a motel. With Daniel. Shit. Everyone's looking for you here. How about you? Are you okay? No. Everything's fucked up. I'm so worried about you. The cops are talking to everybody at school. This is a nightmare. We're fucked. Sean, don't say that. It will be okay. I miss you so much. Maybe you could come back. You know I wish I could, but we can't take that risk.
Go back! They're gonna put me in juvie. Daniel... Bullshit. You're innocent. Even. I've got your back. No matter what. No way. I'm not gonna let you get in trouble for me. Stop acting like I'm never gonna see you again. That's bullshit. I'm sorry. I totally hate this. I guess... the freaking fighters are disbanded for a while. Shit actually changes, I guess. So, where are you going? We're just going away for now. I'll call you if I get a chance. I miss you, Lila. Sean, wait. Okay. Wait. Okay. And action. Daniel, get your butt in here right now. What? What did I do? You forgot to open this present. What is this? Socks? Underwear? That's it? Yeah, pretty cool, huh? That's what I got when I was a kid. Not funny. Yeah, it is. Dude, check out your face. Wait, what? What? There's another one here. What is it? Daniel, let me help. Looks bigger than underwear. Oh, what? No way! Can't believe it! The new Playbots? Thank you, Santa! Hey, don't look at me. You were a good boy this year. Yeah, lucky boy. Daniel, this is for the whole family too, right? So you gotta share with me. I wanna play that game where you steal cars and go on high-speed pursuit. Dad! You totally suck at games. Oh, yeah, track star? I was the dodgeball champ of my high school. So duck! Ow! No fair! You guys, don't crush the Playbots! Hey, let's set it up! Dad, come on! Ow! Okay, my ball now. Watch out! Merry Christmas, kids. Wirf das Handy nicht weg. Wirf das Handy nicht weg. Aber scheint fast so, als hätte ich gar keine andere Wahl. I hate this so much. Okay, don't think about it. Just tell Daniel the truth. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel... come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke. When did I say that? Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Irgendwas wird da noch passieren, oder?
Irgendwas wird passieren. $2, here you go. Wir haben alles Geld der Welt. Excuse you? Daniel. Was denn nun? Oh, fuck. Oh my god. Daniel! What's happening? Daniel, calm down! You lied! Dad! Your dad is dead! Oh, jetzt im Fernsehen. Oh. Beruhig dich. Calm down, Daniel. Let's just talk, please. You knew Dad was dead. You knew it. Why? Why did you lie to me? I just wanted to protect you until I could... Protect me from what? You? Daniel, I hate you. Beruhig dich! Daniel, chill out, okay? Get away from me! Shh. I hate you! Shh. Don't touch me! Daniel, please! Oh. Shh. It's okay. Me too. You told me we were gonna see Dad. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. Ever. I promise, I won't lie to you again. Hopefully. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Is it though? Is it? Sean, am I a monster? Nothing is wrong with you. You're different. Okay. What are we gonna do now? I was thinking... Maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home there with their papa wolf. They all lived happily together. They started a journey through the Great Big Forest.
Episode 1. Ah, okay, jetzt weiß ich, warum die Roads heißt, weil die ganze Zeit nur unterwegs sind. Okay. Okay, schauen wir uns mal an, welche Entscheidungen andere Spieler getroffen haben. Du hast den Schokocrisp für dich selbst behalten, für die meisten anderen Spieler, okay. Du hast Esteban die Wahrheit gesagt. Ah, genau, dem Dad, ja klar. Okay, die meisten haben die Wahrheit gesagt, sehr gut. Du hast Esteban umarmt. Ja klar, wer würde das nicht tun? Wer würde seinen Dad nicht umarmen, ist ja klar. Du hast kein Geld aus dem Glas genommen, für die meisten. Du hast etwas Geld in das Glas getan, die Option gab es auch. Okay, das wäre wahrscheinlich totally wasted. Du hast Brad konfrontiert, wie die meisten. Klar. Du hast auf dem Parkplatz nichts gestohlen. Dem Parkplatz? Ach, da bei dem Auto. Okay, die meisten haben was gestohlen, ernsthaft? Okay. Ja, okay, das war so eine 50-50-Sache. Du hast selbst um Essen gebettelt. Du hast nicht um Essen gebettelt. Ja, okay, aber es gab die Option. Also von daher, warum nicht nutzen? Die meisten haben überhaupt nicht gebettelt und die allerwenigsten haben an Daniel geschickt. Das wäre halt auch assi. Du schickst den kleinen Bruder vor, das ist halt. Nee, das macht man ja nicht. Du hast in der Tankstelle nichts gestohlen. Okay, die meisten haben nichts gestohlen. Im Endeffekt, ich frage mich halt, wie das sich ausgewirkt hätte, wenn man was gestohlen hätte. Wer weiß. Vielleicht kommt das später noch zum Tragen. Du bist mit Daniel weggelaufen. Du hast Hank geschlagen und die Campingausrüstung gestohlen. Okay, die meisten haben ihn geschlagen und die Campingausrüstung gestohlen. Interessant. Okay. Aber wir hatten ja jetzt keinen Nachteil dadurch, dass wir ihn nicht geschlagen haben, quasi. Du hast Layla zurückgerufen. Okay, die meisten haben Layla zurückgerufen. Ich meine, das ist, klar. Ich meine, ich finde es halt immer noch dumm, dass sie nicht zurück nach Seattle gehen, ne? Ich meine, keiner hat einen Beweis, wie der Cop gestorben ist. Es ist irgendwas Übernatürliches, wofür keiner eine Erklärung hat. Und der Cop hat halt seinen Vater erschossen. Also, die beiden sind komplett unschuldig. Okay, er hat den Typen geschubst, aber das war auch ein Unfall. Das kann man mit einem guten Rechtsanwalt, kann man das alles erklären. Es ist unfassbar. Und vor allen Dingen, er hat die ganze Freude, er hat Familie, er hat so viel Support in Seattle und jetzt ist er einfach alleine mit seinem Bruder unterwegs und er weiß halt nichts. Er weiß nicht, wo es hingeht. Okay, er hat jetzt ein Ziel mit Porto Lobos, aber er weiß, dass sein Vater darauf gewachsen ist. Das war es aber auch schon. Das ist alles. Und weiß nicht, das ist einfach sehr dumm und so richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Also, egal. Du hast Daniel versprochen, dass du ihn nicht nochmal anlügst. Okay, wie die meisten. Es wird garantiert eine Szene kommen, wo wir nochmal anlügen müssen. Und dann kommt das nochmal zum Tragen, denke ich mal. Okay. Daniel hat etwas über Wegmarkierungen gelernt. Wie bei den meisten. Geil. Daniel ist im Wald nicht hingefallen. Der hätte im Wald hinfallen können? Okay, wenn wir ihm nicht geholfen hätten, vielleicht. Aber haben wir jetzt zum Glück. Daniel hat im Wald eine Festung gebaut. Ja, doch. Mit den meisten gebaut. Ich hatte halt Angst, dass wenn ich ihn losschicke zum Feuer oder zu holen, dass dann irgendwie ein Wolf oder ein Bär oder irgendwie sowas auftaucht und ihn angreift. Aber scheint ja alles cool gewesen zu sein. Daniel hat sich mit dir ums Holzsammeln gemessen. Genau, wie bei den meisten. Klar, eine gute Brüdererfahrung. Daniel hat nicht gelernt, wie man Steine schnippen lässt. Okay, ich wusste gar nicht, dass das geht, aber das wussten wahrscheinlich die meisten nicht, wie es da aussieht. Daniel war im Wald wütend auf dich. Warum war der nochmal sauer? Daniel ist nicht wütend geworden. Okay, warum war der im Wald? War halt wütend auf mich, weiß nicht. Daniel hatte eine erträgliche Nacht. Ja, stimmt. Daniel ist von Bären schlecht geworden. Geschichten Albträume bereitet. Okay. Daniel musste nicht betteln, genau. Daniel hat Doris nicht abgelenkt. Ach, die hätten wir ablenken können und dann was klauen können, ne? Okay, aber ich wusste auch nicht, dass es die Option gibt, also von daher. Daniel hat nicht genug gegessen. Aber wie hätten wir ihn denn... Wie hätten wir dafür sorgen können, dass er mehr zu essen bekommt? Ich meine, er hat sich doch mit Bären und allem vollgestopft. Und eine andere Option hatten wir doch nicht, oder? Daniel hat kein Powerbear-Spielzeug bekommen. Natürlich nicht, die hat er auch ganz rausgezogen. Ich meine, selber schuld, einen Versuch hat er gehabt. Daniel hat nichts gestohlen. Warte, hätten wir von Brody was klauen können? Der hat etwas von Brody. Das wäre nicht cool gewesen, Alter. Der Typ hat uns so krass geholfen. Warum sollten wir denn von ihm was stehlen? Okay.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es dann... Obwohl, kriegen wir die Statistik vielleicht? Oder geht es direkt mit einem neuen Kapitel los? Das frage ich mich halt jetzt. Alright. Nein! Okay, es scheint direkt mit dem neuen Kapitel durchzugehen. Das will ich natürlich noch nicht, das sehe ich mir für die nächste Folge auf. Ich bedanke mich bis hierhin sehr fürs Zusehen. Schreibt gerne eure Meinung zur Episode 1 in den Kommentaren. Wenn jede Episode ungefähr so lang ist, dann wird jede irgendwie in 3 Parts aufgeteilt, die ungefähr immer eine Stunde lang sind, weil, ja, das ist besser, als wenn ich so ein fettes 3-Stunden-Video hochladen würde. Und, ja. Ich bin immer noch, nicht geschockt, aber die erste Episode hat mich schon gut gekriegt. Ich bin halt eher wütend, dass es so unlogisch ist. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass Life is Strange 1 so unlogisch war. Ich konnte immer die Entscheidungen nachvollziehen, die da getroffen wurden, mehr oder weniger, oder die einem zur Verfügung standen. Aber dass man Seattle verlässt und nicht die Chance hat, nochmal zurückzukriegen, zu kommen. Klar, okay, das ist wahrscheinlich der Weg, der vorgesehen ist und so, aber weiß nicht, eigentlich bin ich enttäuscht, weil ich es nicht nachvollziehen kann, und ich hoffe, die nächsten Episoden werden besser. Und ich hoffe, Layla und die anderen werden wir nochmal wiedersehen, weil wir wurden zu so tollen Charakteren eingeführt und die sind jetzt auf einmal alle weg. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Schreibt gerne, was ihr denkt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.